Die AfD hat mit einer großen Anfrage zum Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk detaillierte Informationen zur derzeitigen Struktur und auch der Verwendung der Zwangsgebühren, früher GEZ, heute der sogenannte Rundfunkbeitrag, abgefragt. Die Antwort auf die große Anfrage der AfD-Fraktion hat uns bestätigt. Es ist keinesfalls so, dass das aktuelle System in Stein gemeißelt ist. Es ist schlicht der Unwille der Altparteien, sich dieses Themas anzunehmen und echte Reformen anzugehen. Man hat es sich offensichtlich bequem gemacht in den Sesseln der Rundfunkräte und anderer Aufsichtsgremien. Wir werden es nicht hinnehmen, dass jeder Wohnungsinhaber Monat für Monat 18 Euro GEZ zahlen muss, um 21 Fernsehkanäle und 67 Radioprogramme mit etwa 10 Millionen Fernsehminuten zu finanzieren. Die Alternative für Deutschland wird auch weiterhin eine grundsätzliche Reform des etablierten Rundfunkgebührensystems fordern. Auch wenn wir die Pfründeinhaber und all die anderen Netto-Staatsprofiteure der Rundfunkgebühren gegen uns aufbringen werden. Dafür steht die AfD.